Für sie geht es nur um eines: Menschen zu helfen. Wenn Feuerwehr oder Polizei Unterstützung brauchen, werden sie gerufen. Die Helfer vom Technischen Hilfswerk, kurz THW. Und die brauchen jede Menge Ausrüstung, gutes Training und auch Mut. Kann es Johannes? Mein Name ist Johannes von Kann es Johannes. Und in den nächsten 48 Stunden werde ich etwas tun, was ich schon immer tun wollte, nämlich die Welt retten. Muss nur noch kurz die Welt retten. Natürlich nicht ohne einen persönlichen Mr. Q vom Technischen Hilfswerk. Und das ist Alex. Hallo, ich bin Alexander. Ich bin 12 Jahre alt und bin seit 6 Jahren beim THW. Am liebsten gehe ich mit den großen Geräten um, weil es einfach Spaß macht, die großen Geräte aufzubauen und die anzuschalten. Das Tollste am THW ist eigentlich, dass man im Team arbeiten kann, dass man Freundschaften finden kann. Und man ist im THW eigentlich so wie eine Großfamilie. Ich glaube, ich bin ein guter Trainer für Johannes, weil ich schon dabei bin, seitdem ich 6 bin. Und ich glaube, dass ich das auch schon sehr gut kann. Johannes, wir schaffen das mit unserem Team. So, außer meinem Superbully habe ich natürlich noch die Weltretter-Spezialausrüstung dabei. Man kann ja nie wissen. Hallo Alex. Hallo Johannes. Grüß dich. Ist das euer Headquarter? Hä? Die Kommando-Einsatzzentrale. Es ist unser Ortsverband vom Technischen Hilfswerk. Meine ich doch. Dann komm mit. Headquarter. Johannes, ich glaube, mit dem Anzug kommst du beim THW nicht so weit. Mein schicker Anzug? Was soll ich stattdessen anziehen? Die Schutzausrüstung natürlich. Okay, die sieht cool aus. Ja, dann umziehen. Umziehen. Alex, was haben wir jetzt an? Also einmal die Sicherheitsschuhe. Einsatzhose. Und einmal die Handschuhe. Einsatzjacke. Helm. Ah, und nicht vergessen, Einsatz-Sonnenbrille. Nee, Johannes, das brauchst du wirklich nicht. Na gut, war ein Versuch. Los! In nur 48 Stunden muss Johannes fit genug sein, um bei einer Übung als Gruppenführer die richtigen Anweisungen zu geben. Ganz wichtig, dafür muss er die Geräte und Werkzeuge kennen und bedienen können. Eine Jury von THW-Fachleuten beurteilt ihn. Kann es Johannes? Alex, habe ich dir eigentlich gesagt, dass ich meine Spezialausrüstung dabei habe? Zeig mal. Achtung. Okay. Ein bisschen wenig. Ach so, ja. Willst du mal unseren Werkzeugkasten sehen? Ja. Oh. Das ist nur eins von unseren Fahrzeugen. Nur eins? Ja. Ja, dann stelle ich den mal weg, ja? Gute Idee. Okay, Alex, ich bin offiziell beeindruckt. Ja. Der Trainingsplan. Am ersten Tag lernt Johannes die technischen Geräte für den Einsatz bei Katastrophen kennen. Im nächsten Trainingsschritt geht es um die Notfallrettung von Verschütteten. Am zweiten Tag trainiert er, verschiedene Pumpen aufzubauen. Und am Ende lernt er dann, diese Pumpen für die Versorgung bei Wassernot einzusetzen. Bevor wir jetzt aber für die Einsätze trainieren, müssen wir noch die wichtigste aller wichtigen Fragen stellen. Und die ist in dieser Sendung: Kann es Johannes? Gut, Alex, los geht's. Okay, Technisches Hilfswerk heißt jetzt, wir helfen mit unseren ganz vielen technischen Geräten, wie du das hier siehst. Mhm. Und die lernst du jetzt erstmal kennen. Gut. So, das ist also ein Trennschneidgerät. Mhm. Was mache ich damit? Damit kannst du Sachen durchschneiden, zum Beispiel mit Tongen oder Metall. Okay. Das ist die Schere. Eine Schere und ein Spreizer? Ja. Was mache ich? Also damit kannst du Auto aufschneiden oder was auseinanderspreizen. Also das ist eine Kettensäge, damit kann man einen Baumstamm zerkleinern zum Beispiel. Ja, aber die darfst du erst ab 18 benutzen. Ich bin älter als 18. Das darfst du aber trotzdem nicht, du hast noch keinen Kettensägenlehrgang. Kettensägenlehrgang. Also was du da hast, weiß ich, das ist ein Stahlseil. Ja, das stimmt.
Aber was habe ich auf dem Schoß? Das ist ein Greifzug. Benutzt man für was? Also da führst du hier das Stahlseil durch, ja, und kannst damit Sachen ziehen, wenn er zum Beispiel irgendwas im Sumpf stecken bleibt. Ah, ich habe mich gefragt, ist der Alexander hier geboren beim Technischen Hilfswerk? Er ist so erst 12 Jahre alt, wieso kennt er sich so gut aus? Das ist unglaublich. Das ist ja noch mal so viel. Ja. Dann siehst du unseren Atemschutz. 4 Stück davon? Ja. Oh, das ist praktisch. Also wenn man mal im Rauch arbeiten muss, dann hat man hier die Möglichkeit, sich zu schützen. Ja. So, was für Löcher bohrt man damit? Zum Beispiel Löcher für Sprengsätze. Sprengsätze? Wenn wir am Wasser arbeiten, tragen wir keinen Helm, aber eine Rettungsweste. So einer, ja? Ja, in dem Fall sind das Automatikwesten. Und was heißt Automatik? Alex, und in den anderen Autos? Ist da auch noch mal so viel Werkzeug drin? Ja, aber andere Sachen. Das ist ganz schön viel Zeug. Muss ich das alles auswendig können? Ja. Dann weißt du was. Ich mach Folgendes. Zack, 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 zack. So, das war der Greifzug. Ich glaube, ich habe alles. Und jetzt, Alex? Jetzt kommt das Wichtigste beim TW. Denn beim TW macht man nichts alleine, sondern alles zusammen. Und deshalb lernst du jetzt ein Team kennen. Hallo, ich bin Johannes. Annika. Annika. Caroline. Hallo, Caroline. Maximilian. Hi, Maximilian. Alexander. Alexander. Okay, ihr seid das Team. Ja. Oder besser gesagt, wir sind jetzt das Team, ne? Ja. Und was machen wir? Wir retten Menschen. Okay. Während die anderen die Übung vorbereiten, lernt Johannes die nötigen Geräte kennen. Also das TW rettet ja auch Menschen aus verschiedenen Situationen. Gut. Zum Beispiel, wenn sie verschüttet sind. Und dafür müssen wir halt schwere Gegenstände auch hochheben. Mhm. Und dafür haben wir immer ein Hebekissen. Und da hast du den Vorteil, es ist schön flach. Du kannst es schön überall zwischenschieben und es verbraucht nicht so viel Platz. Wir nehmen die Pressluftflasche, daran schließen wir den Druckminderer an, den Schlauch vom Druckminderer schließen wir ans Steuergerät an, dann schließen wir einen Schlauch zum Hebekissen an, dann drehen wir die Gasflasche auf und drehen den Druckminderer an und dann sind wir Startblau, um Sachen anzuheben. Ah, das ist ja cool. Alex, was kann man damit hochheben? Bis zu 40 Tonnen. Das ist ein großer LKW. Ja. Ich bin echt beeindruckt und es macht Spaß. Oh, das Team. Hallo. Ist alles fertig, wir können anfangen. Okay, und das heißt? Ganz schnell. Also folgende Situation. Jemand liegt unter einem Container und für uns geht es jetzt, ihn zu befreien. Und Alex hat das Kommando. Okay, Max, Annika, ihr macht Straßensperrung. Alex und Caro, ihr macht Verletztenbetreuung. Wir beide holen das Hebekissen. Hebekissen, gut. Hallo, hören Sie mich? Schaltest du deine zwei da hin, dann stelle ich meine zwei da. Also mein Eindruck ist, dass wenn man versucht, möglichst schnell zu sein und dann sagt so, du das und hier und da und hier und wir müssen noch und aha, dann hat man sich am Ende verplant und ist vielleicht nicht schneller, als wenn man einmal kurz die Ruhe behält, sich überlegt, wie sieht die Lage aus, was müssen wir planen und dann gibt es einen Befehl und wird auch schnell gehandelt. Druckbegrenzer hieß der, ne? Druckminderer. Druckminderer. Ui, so viel Wörter lernen. Also der kam hier ran? Ja. Okay, das passt. Wir heben jetzt gleich erstmal den Container von Ihnen runter, dann holen wir Sie da raus und dann werden Sie von uns weiter versorgt. Das Team der Verletztenbetreuung hat ja die ganze Zeit mit der Puppe gesprochen und das ist ein bisschen komisch, ne? Mit jemandem, wo man weiß, der lebt nicht, dann zu reden. Gut. Alex, Johannes, euer Holz. Danke. Für was brauchen wir das Holz, Alex? Wir schieben das jetzt unter den Container, ja, damit, falls mit dem Hebekissen irgendwas passiert, damit das vom Holz aufgefangen wird, damit der Verletzte nicht noch mal leiden muss. Ah, das ist eine Absicherung. Ja, ganz wichtig ist, nie die Finger drunter. Okay. Nimmst dann einen Keil. Und ach, und wenn wir es jetzt anheben, können wir es reinschieben? Ja. Okay, das heißt, du hebst jetzt an? Ja, okay, Johannes. Ganz wichtig ist auch noch, wir müssen im ständigen Kontakt bleiben. Mhm. Okay, gut. Ich fahre ein bisschen hoch. Achtung. Ja. Ja. Oh ja, es bewegt sich was. Ich schieb nach. Mhm. Also ich habe mir zwischenzeitlich vorgestellt, was wäre, wenn das jetzt eine echte Person wäre und die würde schreien und man muss ihr ganz schnell helfen. Ich glaube, es ist furchtbar schwierig, das hinzubekommen, auf der einen Seite die Ruhe zu bewahren und auf der anderen Seite aber trotzdem möglichst schnell und flott zu arbeiten. Stopp mal. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, wir könnten ihn schon rausziehen. Dann los. Okay, Decke weg. Ist weg. Und okay. Also geh du an den Fuß da, dann gehe ich an den hier. Und jetzt? Jetzt packen wir ihn an, du gibst das Kommando. Ich gebe Kommando. Und du fragst erstmal, ob alle bereit sind und dann sagst du, hebt an. Gut, alle bereit? Ja. Dann hebt an. Jetzt sagst du wieder, sind alle bereit? Alle bereit? Ja. Dann ablassen. Dann last ab.
Okay. Jetzt wird er eingewickelt, damit er nicht friert mit der Decke. Ja. Die ziehen alle an einem Strang und dann wird halt auch mal schnell gemacht, was man gesagt bekommt. Dem anderen helfen, wenn man wieder Zeit hat. Das ist echte Teamarbeit. Und jetzt? Jetzt wird er mit den Füßen nach vorne weggetragen. Alle bereit? Ja. Dann hebt an. Jetzt bringen wir ihn aus der Gefahrenzone. Sag mal, und dann zum Rettungsdienst. Alex, habt ihr alle einen Erste-Hilfe-Kurs? Ja. Boah. Wir haben ja am Ende dann die Puppe dem Rettungsdienst übergeben und die kümmern sich dann zum Beispiel um Erste Hilfe und andere Maßnahmen. Und das ist ja auch irgendwie logisch. Ich meine, die sind Experten für das Medizinische und das THW sind Experte zum Beispiel, um Dinge zu räumen oder hochzuheben, was wiederum vielleicht der Rettungsdienst nicht kann. Warum seid ihr eigentlich zur THW-Jugend? Du hast viel Technik, Linz neue Freunde und mit dem ganzen Material, was wir haben, kannst du viele verschiedene Szenarien nachspielen und das macht besonders viel Spaß. Vor allem im Team. Und ihr? Weil man mit coolen Geräten umgehen kann. Große, schwere Technik. Ja. Aber niemand ruft doch jetzt das technische Hilfswerk an, sondern wenn irgendwo ein Unfall passiert oder Hochwasser ist, dann weiß ich nicht, wird die Feuerwehr angerufen, oder? Also erstmal die Feuerwehr. Ja. Und dann, wenn die Feuerwehr sieht so, oh, wir brauchen Unterstützung, rufen sie uns an. Weil du kannst als normale Person kannst du uns halt nicht direkt anrufen. Das heißt, das THW ist der Helfer für die Helfer? Ja. Das war die Tauchpumpe. Das war das Hydraulikaggregat. Gott, das ist echt viel. Es ist wirklich viel. Morgen, hey, Alex, grüß dich. Morgen, na? Wie geht's dir? Gut, und dir? Ich habe fleißig gelernt. Was machen wir heute? Pumpen. Pumpen? Ja. Okay, dann los. So, Johannes. Das ist unsere Pumpe. Die können wir halt benutzen, wenn jetzt die Feuerwehr kein Löschwasser mehr hat. Dann können wir damit Löschwasser aus den Seen und Flüssen zu ihm befördern. Cool. Oder wenn eine ganze Tiefgarage vollgelaufen ist, dann können wir die auch leer pumpen. Wie heißt die? Das ist unsere große Pumpe. Hat die keinen Spitznamen? Nein. Darf ich ihr einen geben? Wenn du möchtest. Wie wär's mit Pumpanella? Ja. Okay, Pumpanella. Was machen wir mit ihr? Wir schmeißen die jetzt erstmal an, aber dafür brauchen wir erstmal Wasser. Okay. Und da muss jetzt erstmal Wasser rein. Denn wenn die Feuerwehr in einem Krisengebiet kein Wasser hat, hilft das THW und pumpt Wasser aus einem Fluss oder See in ein Zwischenbecken, das nah an der Brandstelle steht. Aus dem Becken können sich dann alle Feuerwehrautos mit Wasser versorgen. Bei der Übung sind natürlich keine Feuerwehrwagen da und das Wasser kommt auch nicht aus einem See, sondern aus dem Hydranten. So, Johannes, das ist einmal die Tauchpumpe. Ja. Damit befördern wir Wasser wieder nach draußen. Ah, Pumpanella rein, Tauchpumpe raus. Ja. Okay, gut. Jetzt nehmen wir hier den Schlauch, den kannst du auswerfen. Genau. Jetzt führst du das da oben rein, von oben. So, ne? Ja. Ja, und jetzt? Jetzt drehen wir den hier fest. Das ist zu. Oh, das wollte ich schon immer mal machen. Hydranten. Drehen wir jetzt mal hier auf. Ja, das hört sich gut an. Das Wasser läuft. Ja, jetzt läuft unser Planschbecken voll, das sieht gut aus. Ja, das dauert jetzt eine Weile und in der Zeit machen wir die anderen Schläuche. Okay. Oh, was ist das jetzt? Das ist ein Vollgummischlauch. Ganz schön schwer, der Vollgummischlauch. Ja, und deswegen sind wir auch so viele im Team. Okay. Egal, was man beim THW hochhebt, es ist schwer. Warum hat der so Ringe hier vorne? Alles, was durch diese Löcher passt, ja, passt auch durch die Pumpe. Ach, das ist ein Schutz. Wenn jetzt was, ja, Schwereres käme, weiß ich nicht, ein dickerer Stein, dann kommt der nicht in die Pumpe. Ja. Verstehe. Und wir kuppeln das jetzt zusammen in Form stabiler Schlauch, mhm, in den Einsaugkorb. Moment, ja, habe ich. Und jetzt haben wir hier die Kuppelstange. Ah, eine Hebelverlängerung. Oh, das darf auch mal knarzen? Ja. Okay, ich glaube, das ist verkuppelt. Ja. Wir sind Kuppler. Dann, ja, zum nächsten. Ja. Wie wir gerade eben beim Schlauch ankuppeln, machst du es genauso an der Pumpe. Ist die schon drin? Nee, ne? Ja, ihr müsst was runter. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Jetzt ist es. Also vielleicht habe ich das noch nicht gesagt, aber wenn ich etwas schätze am THW, dann ist es dieser Mannschaftsgeist. Team, Gruppe, wir, also together. Hm? Das ist einmal der Druckschlauch. Vollgummi. Ja. Vollgummi-Druckschlauch. Genau wie eben? Ja. So, Johannes, das ist einmal unser Stromerzeuger. Ja, für? Für die Tauchpumpe. Ah, okay. Dann machst du es mal genauso wie beim Autofahren. Zündschlüssel an, ja? Ja. Ah, läuft.
Und die Tauchpumpe zieht Wasser, man sieht schon. Jetzt schalten wir unsere große Pumpe an. Jawohl! Sauber! Alex, nur, dass ich das richtig verstanden habe. Die Pumpernella zieht sich das Wasser aus dem Teich oder aus dem Fluss. Wir nehmen jetzt unser Becken. Dann pumpt ihr es ins Becken. Ja. Und von da kommt dann die Tauchpumpe ins Spiel. Die drückt das Wasser zu den Kollegen, die dann da mit Blumen gießen können. Oder wenn die Feuerwehr noch Wasser braucht, würden die das zu den Löschwagen bringen. Na klar, das ist ein bisschen sinnvoller. Alex, wie wird das denn morgen mit der Herausforderung? Also morgen gibt es eine Überraschung für dich. Das heißt? Du wirst morgen Gruppenführer sein und wir werden von dir... Ich ja. Gruppenführer? Das heißt, ich muss die Befehle erteilen und ich muss alle Werkzeuge kennen. Na klar. Vielleicht können wir die heute Abend noch mal durchgehen. Der Tag der Herausforderung. Aufregung und Spannung liegen in der Luft. Johannes und sein Team müssen auf alles gefasst sein. Eine Jury aus THW-Fachleuten bewertet Johannes. Sie können ihm 1 bis 10 Punkte geben. Von jedem Juror braucht er im Schnitt 5 Punkte, damit er am Schluss mindestens auf 20 Punkte kommt. Kann es Johannes? So, es gab ein Erdbeben. Es sind einige Häuser teilweise zusammengebrochen. Und dadurch ist jemand eingeklemmt. Ihr müsstet den bitte retten. Okay. Menschen retten heißt, wir müssen uns beeilen. Wir nehmen den Gerätekraftwagen der Bergungsgruppe. Und bräuchten noch jemanden, der den fahren kann? Super, dann aufsitzen und los. Also in dieser Folge geht es nicht um die meisten Tore oder die beste Zeit, sondern diesmal geht es echt darum, was abzuliefern, was im Ernstfall dazu führen könnte, jemandem vielleicht sogar das Leben zu retten. Die Ankunft am Einsatzort. Was erwartet Johannes und sein Team? Okay, eine Person eingeklemmt. Wir sind gleich bei Ihnen, wir helfen da gleich raus. Maximilian und Annika, ihr macht Verkehrssicherung Westen an. Dann Caro und Alexander, es wäre super, wenn ihr Verletztenbetreuung macht. Jawohl, Verletztenbetreuung. Und wir beide holen das Kissen und wir brauchen 2, ne? Ja. Okay, dann ausführen. Es gibt etwas, was mich ein wenig beruhigt. Wenn ich einen Fehler mache in der Herausforderung, dann dürfen mir meine Teammitglieder helfen. Hallo, hören Sie mich? Okay, ich sag Ihnen jetzt einmal, was wir machen. Und zwar legen wir Ihnen jetzt erstmal was unter den Kopf. Ja. Legen wir hier eine rein? Okay. Die andere oben drauf? Oder? Ja. Okay. Gut. Wo genau aufeinander, ja? Genau. Okay. Ich weiß ja, dass das nur eine Puppe ist, also ein Dummy. Aber irgendwie dachte ich schon so, oh Gott, wir müssen uns wirklich beeilen. Und hoffentlich wird der später noch mal laufen können. Dann rot, rot. Mit dem roten gehe ich ins untere, ist das okay? Ja. Okay, Alex, ich habe das Holz. Johannes, drehst schon mal auf. Okay. Okay. Ja, ich bin soweit? Ich auch. Achtung. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich jeden Handgriff genau nach Vorschrift gemacht haben und absolut richtig. Und ich habe so Angst, dass es jetzt so Dinge gibt, an die ich überhaupt nicht denke, die wir vielleicht doch falsch gemacht haben. Noch ein kleines Stück, Alex. Ich glaube, das reicht. Stopp. Passt das? Was meint ihr? Ja. Okay. So, 1, 2 und. Okay. Wir sind bei Ihnen. Schon geschafft. 4 Mann, 4 Ecken. Mhm. Alle bereit? Ja. Hebt an. Alle bereit? Ja. Lasst ab. Es gab so einen Moment, da dachte ich so, alle Anspannung fällt von mir ab. Das war der Moment, als wir den Patienten übergeben konnten an den Rettungsdienst. Rückfahrt zur Zentrale. Dort bekommen Johannes und sein Team den nächsten Einsatzauftrag. Es gibt durch das Erdbeben Brände, aber wegen den Schäden an der Wasserleitung hat die Feuerwehr kein Löschwasser mehr. Ihr müsst agieren. Okay, dann helfen wir der Feuerwehr, oder? Das heißt, wir brauchen Pumpernella. Die hängen wir an den Unimog dran. Und einen Mannschaftswagen. Dann brauchen wir das Becken, das heißt auch Druckluft. Wir nehmen den LBW mit. Mit Stromerzeuger hinten dran, sehr gut. Fragen, Anmerkungen?
Dann los! Viel Platz ist ja nicht fürs Becken. Okay. Sag mal, wenn wir am Wasser arbeiten, müssen wir dann eine Rettungsweste anziehen? Ja. Okay, ich habe einen Plan. Komm. Gut, wir können gerettet werden. Dann einmal alle anpacken und wir klappen auf. Okay, dann können eigentlich schon zwei Mann die Tauchpumpe fertig machen. Der Rest zieht hier das Ding so glatt, dass wir keine Falten haben, okay? Und dann, Alex, brauchen wir Druckluft. Ja. Hebt an und rein. Jetzt regnet so stark, also sage ich, Regenklamotten anziehen und dann machen wir die Pumpanella fertig. Ja. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, ach komm, wir müssen die Pumpe gar nicht anstellen, weil bei so viel Regen ist unser Becken vielleicht einfach durch die Regentropfen bald voll. Und die Feuerwehr ist, auch wenn sie keiner sehen kann, da. Okay? Ja. Dann, ja. So, liebe Feuerwehr, hier habt ihr euren Schlauch. Okay? Super. Dann jetzt zur Pumpanella. Ja. Ah, ihr seid gut, schon gut vorbereitet. Dann können wir hier den einen Korb schon dran machen. Gut. Gut. Okay, dann, wenn wir jetzt die Formstabilen ins Wasser packen, dann Handschuhe an. Und wenn wir jetzt am Wasser arbeiten, Helme ab, bitte. Bereit? Ja. Zugleich. Oh, diese Sachen beim THW, die sind alle super. Schwer. Lieber zu viel Schlauch als zu wenig. Dran. Ansetzen. Kleinen Moment, noch einen Millimeter. Jetzt. Max und Caro, ihr nehmt den und geht nach oben. Also ich glaube, das ist echt eine gute Teamleistung, denn wir haben die Sache ja erst ein einziges Mal geübt und trotzdem fühlt es sich für mich schon ein bisschen eingespielt an. Dann runter zum Pumpanella-Ansackschlauch rein und sobald ihr hier oben fertig seid, Wassermarsch. Okay. Okay, dann mal gucken, ob das funktioniert. Jawohl! Wasser von unten und Wasser von oben. Sehr gute Arbeit bis jetzt. Ich möchte, dass einer das Becken im Auge behält. Und wir nehmen die Tauchpumpe in Betrieb und geben der Feuerwehr das Wasser, was sie braucht. Danke, Caro, du darfst anstellen. Tauchpumpe. Sauber! Wasser aus dem Rhein ins Becken und mit der Tauchpumpe zur Feuerwehr. Mhm. Fertig? Ja. Haben wir an alles gedacht? Mhm. Ja. Fertig? Boah, ich hatte das Gefühl, dass das nicht nur meine Herausforderung war, sondern dass Alex so gebrannt hat und auch die ganze Zeit mitgedacht hat und mir auch gesagt hat, jetzt müssen wir doch noch das und das machen. Also das war nicht nur ein Trainer, das war ein echter Partner. Dann bewerten wir. Bei der Rettungsübung. Ihr habt den Dummy, den Verletzten, nicht so toll behandelt. Ja, seid ihr ein bisschen ruppig mit umgegangen, aber mit den Hebezeugen seid ihr super umgegangen. Ihr habt alles beachtet, was ihr beachten musstet und habt ihr gut gemacht. Mhm. Das Becken steht nicht ganz sauber. Ich denke, da könnte man ein bisschen darauf achten, dass es besser steht. Aber die Aufgaben habt ihr erfüllt. Und ich denke, für zwei Tage Training war das schon ganz ordentlich. Dann geben wir die Punkte. Ja. Johannes muss mindestens 20 Punkte bekommen. 4 Punkte. Ich gebe euch 6. 7. Oha. Und wir bekommen da 6. Okay, das heißt, es sind insgesamt 23 Punkte. Und damit haben wir es geschafft. Ja! Alex. Danke. Team, danke schön. Max, danke schön. Jawohl. Also wenn ihr jetzt zu Hause sagt, ich will auch beim THW mitmachen, dann guckt doch mal, wo der nächste THW-Ortsverband bei euch in der Nähe ist und meldet euch da bei der THW-Jugend. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch demnächst in Blau sehe oder wenn es wieder heißt... Karnes Johannes.